Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geheimakte 3, wie immer auf Fränkisch. Wir hören uns an, was die Aufgabenhilfe zu sagen hat. Unglaublich aber wahr. Kein geringerer als Leonardo da Vinci hat die Amphore erstanden und darin eine Schriftrolle gefunden. Ein wichtiger Hinweis auf den Verbleib der Schriftrolle soll in einem Zylinder versteckt sein. Doch um den zu finden, muss zunächst Licht in die finstere Werkstatt gebracht werden. Okay. Dann schauen wir doch mal. Amphore. Die leere Amphore ist nutzlos. Einen Hinweis, wo sich die Schriftrolle befindet, hat da Vinci in einem Zylinder versteckt. Den gilt es jetzt zu suchen. In dieser Amphore war aus irgendeinem... Vielleicht gibt mir dieser merkwürdige Traum die Gelegenheit, etwas über den Verbleib der Aufzeichnungen und deren Bedeutung herauszufinden. Okay. Werkzeug. Das ist doch immer gut. Ich nehme das merkwürdige Gerät mal mit. Aha. Ein merkwürdiges Gerät. Meisterbrief. Der Meisterbrief von Verrocchio. Dem Lehrer von Leonardo da Vinci. Ob er auch so ein Genie wie Leonardo war? Immerhin hat er seinem Schüler ja offensichtlich einiges beigebracht. Da Vinci hat ihm wohl viel zu verdanken. Durch das Stehlen eines Meisterbriefs werden sich meine Fertigkeiten als Mechanikerin ganz sicher nicht verbessern. Nee, aber ich könnte es doch einfach mal kaputt hauen. Ein Anzünder. Ja, Anzünder. Naja, gut, ein Gemälde. Die Madonna Benoit. Das Bild hängt normalerweise in der Eremitage in St. Petersburg. Dort war ich schon mal mit meinem Vater. Das war natürlich in der Vergangenheit der Gegenwart, nicht in einem Traum von der Vergangenheit. Der Vergangenheit der Gegenwart. Ich soll ein berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci stehlen? Zu meiner Zeit wird es zwar sehr wertvoll sein, aber ich bin doch keine Kunstdiebin. Warum nicht? Hier stehen etwa ein Dutzend in Papier verpackte Gemälde. Vielleicht handelt es sich um Auftragsarbeiten, mit denen da Vinci seinen Lebensunterhalt finanziert. Ich steck zwar so manches ein. Ja, du bist gar Kunstdiebin, das habe ich schon mitgekriegt. Eine leere Leinwand. Jedes große Gemälde hat mal so angefangen. Ich lasse die Leinwand lieber auf der Staffelei stehen. Farbtopf. Ein Topf mit... Nehmen. Hoffentlich ruiniere ich mir nicht meine schöne Lederjacke. Wir können ja mal das da ruinieren. Ich kann nicht besonders gut malen. Doch egal. Also da... Nee. Ein Gefährt. Wow, das ist ja ein... Was genau ist das eigentlich? Merkwürdiges Gefährt. Benutze es. Fahr damit davon. Keine Ahnung, ob es wirklich fährt. Und ich habe jetzt leider auch keine Zeit, das auszuprobieren. Ein Lastenheber. Könnte so etwas... Nehmen. In meiner Gegenwart sollte man nichts einfach so rumstehen lassen. Und schon gar nicht nützliche Erfindungen. Genau. Die können wir doch gleich mal an einem Gefährt ausprobieren, den Lastenheber. Hä? Damit kann man dieses Vehikel mit Sicherheit anheben oder kippen. Aber was nutzt mir das im Moment? Das weiß ich auch noch nicht, aber... Eine Waage. Keine Ahnung, wozu diese Konstruktion genau dient, aber sie erinnert stark an eine Waage. Okay, was haben wir denn noch? Oh Gott, da ist schon mal ein Buch. Schnapp dir doch mal das Buch. Ist zwar ein bisschen schwer, aber ich steck sie mal ein. Dann waren hier noch Dokumente. Nimm die Dokumente. Ich denke nicht, dass die persönliche Korrespondenz zwischen Da Vinci und seinem Lehrer Verrocchio sehr nützlich für mich ist. Vor allem, da ich kaum etwas davon übersetzen kann. Soweit ich das entziffern, eine detaillierte Übersetzung übersteigt allerdings mein... Okay. Dann haben wir da oben Bücher. Interessant. Aber es würde eine Ewigkeit dauern, die alle zu lesen. Eine Öllampe. Der Kasten enthält eine Öllampe und einen Hohlspiegel. Die Öllampe und der Hohlspiegel sind fest in dem Kasten verbaut. Okay, dann Anzünder. Ein Scheinwerfer, Leonardo sei Dank. Der Hohlspiegel im Inneren des Kastens bündelt und verstärkt das fahle Licht der Öllampe. Okay, und jetzt kann ich es nochmal angucken. Keine Ahnung, wo... Ein rechter Arm der Waage. Obwohl kein Gewicht auf diesem Arm der Waage lastet, bewegt er sich kein Stück nach oben.
Vermutlich ist in diesem kleinen Loch eine Arretierung, die die Waage in dieser Position hält. Obwohl kein Gewicht vermutlich... Wo? Dieser Arm der Waage... Nach unten? Ich habe hier noch was zu erzählen. Da Vinci meinte zu... Ja, drum. Nein. Okay. Jetzt vielleicht. Oder kann ich den Lastenheber vielleicht auf dem... Mal sehen, ob der Lastenheber auch dieses Vehikel anheben kann. Ach, jetzt darf ich. Produkttesterin Nina befindet diesen Lastenheber für sehr gut. Das ist doch schön. Okay. Jetzt haben wir neue Sachen, oder? Ein Meißel. Her mit dem Meißel. Oh, mehrere Meißel. Kann man... Was ist das? Eine Chronik der Familie de' Medici mit Beschreibungen aller Mitglieder. Cosimo der Alte, Piero der Gichtige und andere mit seltsamen Beinamen. Okay. Kann ich... Nein. Kann ich... Obwohl kein Gewicht vermutlich ist... Ja. Das da. Einer der Meißel scheint in das kleine Loch zu passen und mein handwerkliches Geschick wird den Rest erledigen. Die Arretierung wurde gelöst. Das muss der gesuchte Zylinder sein. Aha. Eine Chronik der Familie de' Medici mit Beschreibungen aller Mitglieder. Cosimo der Alte, Piero der Gichtige und andere mit seltsamen Beinamen. Auf den Scheiben befinden sich Buchstabengruppen. Zusammengesetzt ergeben sie Namen von italienischen Städten. Verona. Aha, aber... Eine Chronik der Familie de' Medici mit Beschreibungen aller Mitglieder. Cosimo der Alte, Piero der... Nichts, was da irgendwie... Nee. Gut. Ich habe ein Handy da. Vielleicht hat diese... Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt schon. Okay, Farbtopf bringt da wohl auch nichts. Nein. Okay. Ich habe jetzt diese Rolle. Aber was bringt mir die jetzt? Meisterbrief. Nochmal lesen, bitte. Der Meisterbrief von Verrocchio. Dem Lehrer immerhin. Verrocchio. Verrocchio. Bestimmt Verrocchio. Verrocchio, in diesen Notizen müsste stehen, wo ich die Aufzeichnung des Archimedes finden kann. Da ist jemand an der Tür. Uno momento, ich eile. Signore de' Medici, wie kann ich euch zu Diensten sein? Nennt mich doch endlich Lorenzo, mein Freund. Ich bin gekommen, um das Gemälde zu holen. Ist es fertig? Massi, ein Meisterwerk. Ich werde es unverzüglich holen. Hier ist es. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist großartig geworden. Ihr seid ein wahrer Meister. Wohl erkannt. Darf ich euch ein Stück begleiten, Signore de' Medici? Lorenzo! Scusi, si capisce, Lorenzo. Lorenzo. Prego. Wer würde die Gesellschaft eines so großen Künstlers nicht zu schätzen wissen? Kommt mit in meine Villa in Careggi auf ein Gläschen Wein. So hat der große Meister also seine Brötchen verdient.
Das Gemälde Madonna Benoit war eine Auftragsarbeit für einen Lorenzo de Medici. Beim nächsten Wissensquiz kann ich damit echt punkten. So, jetzt aber weiter im Text. Ich habe Da Vincis Aufzeichnungen gefunden. Nun muss ich sie entschlüsseln, um zu erfahren, wo der große Meister die Schriftrolle des Archimedes versteckt hat. Die Aufzeichnungen von Leonardo da Vinci. Leider kann ich die kryptischen Zeichen nicht entziffern. Scheint eine Art Code oder Geheimschrift zu sein. Der Da Vinci-Code. Ja, Ja. Ich bin hier noch nicht. Zu seinem Lehrling hat Da Vinci gesagt, dass der Zylinder mit den Hinweisen auf das Versteck der Aufzeichnungen... Ich hab ihn doch schon. Ich hab hier noch was... Da Vinci meinte... Ja. Dann... Das halt entziffern jetzt da. Ja. Die Aufzeichnungen von Leonardo da Vinci. Eine Chronik. What? Fahr davon. Nina, fahr davon. Keine Ahnung, ob es wirklich fährt. Bücher, du bist der Genie. Interessant, aber es wird... Benutzt die... Ja, was... Nina hat nun die Aufzeichnungen von Da Vinci, doch leider wurden sie in einer Geheimsprache verfasst. Gelingt es Nina, den Code zu knacken, weiß sie auch, wo die Schriftrolle ist. Auch die Codetabelle dürfte irgendwo in der Werkstatt versteckt sein. Aber wohl kaum einfach so auf einem Blatt Papier. Aha. Spazierstock. Seit wann ist der da? Schon die ganze Zeit? Die Schnitzereien ähneln definitiv der Geheimschrift im Tagebuch. Aber erstens sind die Zeichen hier spiegelverkehrt und zweitens ist ein Spazierstock alles andere als praktisch, um so etwas effektiv lesen zu können. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich die Schnitzereien auf dem Stock schön übersichtlich nebeneinander habe. Sonst dauert das ewig. Ich weiß wie. Jetzt ist der Spazierstock rot. Schwupp. Ui. Jetzt kann ich die merkwürdigen Zeichen viel besser erkennen. Sie stellen eine Art Code-Tabelle dar, in der jeder Buchstabe des Alphabets einem kryptischen Zeichen zugeordnet wird. Na, okay, dann. Auf der Leinwand sind die Schnitzer. Ich lasse die Leinwand lieber auf der Staffelei stehen. Ja, dann benutzt doch mal. Uff, das ist selbst mit dem Code auf der Leinwand noch schwierig zu entschlüsseln. Aber wenn ich alles richtig gemacht habe, dann lautet der letzte Eintrag: Grieche sicher versteckt im Bild des Prächtigen. Mit Grieche dürfte wohl Archimedes bzw. seine Schriftrolle gemeint sein, die wohl in einem Bild versteckt ist, welches den Prächtigen zeigt oder dem Prächtigen gehört. Aber wer ist dieser Prächtige? Naja, schau doch mal. Hier stehen etwa ein Dutzend in Papier verpackte Gemälde. Ich steck zwar so manches ein, aber eine Kunst... Der Meisterbrief von Verrocchio. Dem Lehrer von Leonardo immerhin hat durch das Stehlen ein... Ja. Ich lass die Leinwand... Eine Chronik... Laut Chronik ist der Prächtige der Beiname von Lorenzo de' Medici. Die Aufzeichnungen des Archimedes müssen sich also unter einem Gemälde befinden, das irgendwas mit Lorenzo de' Medici zu tun hat.
Verdammt, das kann sich nur um die Madonna Benoit handeln, die eben abgeholt wurde. Ich muss den beiden folgen und das Bild in meine Finger bekommen. Oh oh. Back to reality. Mein Gott, was für ein sonderbarer Traum. Hatte Max recht? Haben meine Träume eine Bedeutung? Wenn dem so ist, verstehe ich das Ganze noch nicht. Vielleicht muss ich es mal sortieren. Archimedes verfasst vor 2000 Jahren ein Pergament, dessen Inhalt offensichtlich so brisant ist, dass später selbst das Genie Leonardo da Vinci Angst davor hat, es zu veröffentlichen. Also versteckt er das Pergament unter seinem Gemälde Madonna Benoit und verkauft es an einen florentinischen Geschäftsmann. Und das Gemälde überdauert so Jahrhunderte. Meine Damen und Herren, in Kürze beginnen wir mit unserem Landeanflug auf San Francisco. Bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte ab und schließen Sie die Sicherheitsgurte. Vielen Dank. Das Gemälde ist der Schlüssel. Ich muss diesen Restaurator sprechen, mit dem Max im Palace of Fine Arts verabredet war. Vielleicht kann er mir helfen, das alles zu verstehen und Max wiederzufinden. Und die GSG 9 mit neuester Überwachungstechnik wieder hinter mir her. Mit dem Sinusfeed. Ja, schick. Nanu, was ist denn hier los? Wie erwartet. Sie geht zum Palace of Fine Arts, um Anderson zu sprechen. Behaltet sie im Auge. Eine völlig verschmierte Police Patrol. Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn hier passiert? Es hat gebrannt. Das Museum bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Ich suche den Restaurator des Museums, Michael Anderson. Kennen Sie ihn? Ja, der ist seit dem Brand spurlos verschwunden. Haben Sie nichts Konkreteres für mich? Einen Verdacht? Eine Adresse? Sorry, Miss. Aber über laufende Ermittlungen darf ich keine Auskunft geben. Trotzdem vielen Dank. Diese Bilder da aus der Leonardo-Ausstellung, sind die zerstört worden? Da kann ich Sie beruhigen. Die alten Meisterwerke konnten alle in Sicherheit gebracht werden. Es gibt da einen feuerfesten Schutzraum im Keller, der als Archiv dient. Dann sind Sie noch im Gebäude. Sagte ich doch. Darf ich jetzt vielleicht auch mal ein paar Fragen stellen? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Haben Sie etwas mit dem Museum zu tun? Nein, ich bin nur extra wegen der Ausstellung gekommen. Ich bin ein großer Fan von Leonardo. Ja, meine Frau auch. Haben Sie Titanic gesehen? Ja, oh, natürlich. Mies. Das Bild aus meinem Traum. Es ist hier. Das gibt's doch nicht. Ist das alles wirklich passiert? Aber dann muss hinter dem Bild die Schriftrolle sein. Der Brand im Museum. Ist das alles Zufall? Oder wollte jemand das Bild vernichten? Ich muss ins Museum und das Bild finden. Okay, müssen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüss.